Vielen Dank, Frau Kollegin. Das Wort hat die Abgeordnete Scheuch-Paschkewitz, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die Bekämpfung der Corona-Pandemie stellt uns alle vor enorme Herausforderungen, gesundheitlich, sozialpolitisch und wirtschaftlich. Der Internationale Währungsfonds geht davon aus, dass die Pandemie die größte Wirtschaftskrise seit den 1930er Jahren auslöst. Betroffen von den Folgen der Corona-Pandemie sind die Menschen in Hessen, in Deutschland, in Europa, weltweit. Für uns als LINKE steht fest, die Pandemie kann nur solidarisch bekämpft werden. Ziel muss es sein, die Folgen für alle Menschen, so weit es irgend geht, abzuschwächen. Dass die Partei hier rechts außen das nicht so sieht, beweist mal wieder dieser Antrag. Ihnen ist das Schicksal von Millionen Europäerinnen und Europäern, die gerade in Kurzarbeit geraten oder ihre Jobs verlieren und nicht wissen, wie sie sich und ihre Familien ernähren sollen, egal. Diese nationalistische Partei möchte die EU am liebsten zerbrechen sehen. Solidarität ist Ihnen ein Fremdwort. Da Sie so fundamental etwas anderes wollen als wir, ist jede Diskussion über Ihre Vorschläge für uns komplett sinnlos. Denn sie gehen absolut in die falsche Richtung. Es ist bitter, dass die europäischen Länder, die besonders stark von der Pandemie betroffen waren und sind und bisher die meisten Toten zu beklagen haben, allen voran Italien und Spanien, nun unter den ökonomischen Folgen auch besonders leiden. Daher ist ein europäisches Programm zur Unterstützung dieser besonders stark betroffenen Länder durch die Stärkung der nationalen Kurzarbeiterprogramme zur Verhinderung von Arbeitslosigkeit ein Schritt in die richtige Richtung. Klar ist aber auch, dass dies nur ein Anfang sein kann. Es ist ein Problem, dass die nationalen Kurzarbeiterprogramme so unterschiedlich sind. In einigen Ländern gibt es gerade einmal 40% Kurzarbeitergeld, in anderen 100. Es kann nicht sein, dass die Beschäftigten in Europa gegeneinander ausgespielt werden. Wir brauchen gemeinsame arbeitsrechtliche Standards, damit alle Menschen in Europa auch in Krisenzeiten gut und sicher leben können. In der durch die Pandemie ausgelösten Krise rächt sich nun, dass die EU bisher im Bereich der Sozialpolitik keine weitergehenden Mechanismen entwickelt hat. Die Krise offenbart in aller Deutlichkeit die gravierenden Mängel des bisherigen Integrationsprozesses der EU und die verheerenden Folgen der Austeritätspolitik, die vielen Mitgliedstaaten im Nachgang der Finanz- und Wirtschaftskrise von 2009 aufgezwungen wurden. Dazu gehören die neoliberalen Kürzungs- und Privatisierungsauflagen, die Ländern wie Griechenland, Spanien und Italien abverlangt wurden. Allein im Gesundheitsbereich, Sie lachen, hat die EU-Kommission zwischen 2011 und 2018 Mitgliedstaaten 63 Mal aufgefordert, die Ausgaben zu kürzen bzw. Teile des Gesundheitssystems zu privatisieren. Diese Politik hat mit dazu geführt, dass die Gesundheitssysteme nur nach ökonomischen Kriterien statt nach Bedarf strukturiert wurden. Der neoliberale Umbau der Gesundheits- und anderer Versorgungssysteme behindert heute die effektive Pandemiebekämpfung. Zu einer solchen Kürzungs- und Privatisierungspolitik darf es bei der Bewältigung dieser Krise auf keinen Fall erneut kommen. Die Krise hat das Potenzial, die EU zu zerreißen.
Findet sie nicht endlich solidarische Antworten, könnten weitere Länder dem britischen Beispiel folgen und die EU verlassen. In Italien ist das Vertrauen in die EU massiv eingebrochen. Etwa die Hälfte der Bevölkerung befürwortet inzwischen einen Austritt aus der EU. Diese dürfte auch eine Reaktion auf die Weigerung mehrerer Mitgliedstaaten, darunter Deutschland, sein, Italien und anderen Ländern mit sogenannten Corona-Bonds finanziell durch die Krise zu helfen. Die Corona-Krise ist eine existenzielle Bedrohung für die EU, wenn sie keine solidarischen Antworten auf diese Herausforderungen findet. Das bedeutet auch, dass eine Überwindung der Krise kein Zurück zum vorhergehenden Status quo sein kann. Was vor der Krise Normalität war, ist Teil des Problems. Was wir brauchen, ist ein Neustart, auch eine sozial-ökologische Transformation. Es mag bizarr klingen, in diesen harten Zeiten mehr als die sogenannte Normalität erreichen zu wollen. Doch in der Gesellschaft wird der Ruf nach mehr Mut und Visionen für die Zeit nach der Krise lauter. So haben 50 zivilgesellschaftliche Organisationen, unter anderem Greenpeace, Amnesty International, the European Youth Forum und der Europäische Gewerkschaftsbund, kürzlich eine gemeinsame Erklärung abgegeben. Darin heißt es, aus dem Englischen übersetzt, ich zitiere, Solidarität muss der Grundstein der europäischen Antwort auf die Krise sein. Solidarität, um die Pandemie zu bekämpfen und die Menschen zu schützen, um die sozialen und ökonomischen Folgen zu managen, um die Demokratie zu verteidigen. Die Europäische Union versucht, auf diesen Notfall zu reagieren. Aber die bisherigen Maßnahmen gehen nicht weit genug. Wir fordern die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten auf, diesen Moment zu nutzen, um auf einen fundamentalen Wechsel in unserem sozialen, ökonomischen und politischen System hinzuarbeiten. Wir stehen bereit für die Transformation, weg vom jetzigen sozial-ökonomischen Modell, das Ungleichheit und ökologische Zerstörung befördert und uns unvorbereitet auf Krisen lässt. Wir fordern die europäischen Entscheidungsmacher auf, zusammenzukommen, über Grenzen hinweg, um mutig und visionär Europa auf den Pfad einer nachhaltigen Zukunft zu bringen, einer Zukunft von belastbaren Demokratien, gebaut auf Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit. Diesen Forderungen kann ich mich nur ganz und voll und von ganzem Herzen anschließen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin. Das Wort hat die Frau Abg. Miriam Dahlke, Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Deutschland weiß, dass es uns in Deutschland nur gut geht, wenn es Europa gut geht. Das hat letzten November die Bundeskanzlerin gesagt, als sie die designierte Präsidentin der Europäischen Kommission, Frau von der Leyen, das erste Mal empfangen hat. Zurzeit geht es Europa aber nicht gut. Die Corona-Pandemie hat mittlerweile 188 Staaten erreicht. Alle EU-Mitgliedsländer sind von Corona betroffen, manche mehr, manche weniger. Aber kein Staat trägt die Schuld an dem großen Leid und an den massiven wirtschaftlichen Problemen, mit denen er jetzt konfrontiert ist. Die Corona-Krise ist ein externer Schock, der alle Länder unabhängig von ihrer Politik in den letzten Jahren trifft. An vielen Stellen hätten wir uns gewünscht, dass die EU nicht nur in den Grenzen der Nationalstaaten, sondern stärker gemeinsame Entscheidungen trifft und füreinander da ist. Die Exportbeschränkungen von medizinischen Gütern in Deutschland zu Beginn der Krise haben z.B. das Vertrauen in Europa geschwächt. Grenzen wurden einfach geschlossen. Und Frau von der Leyen hat sich bereits im Namen Europas bei Italien entschuldigt,
weil am Anfang nicht genug Hilfe da war, als diese dringend benötigt wurde. Aber es ist auch gut, dass wir in der Krise auch Zeichen europäischer Solidarität sehen und gesehen haben, z.B. die spätere Koordination bei der Bestellung von medizinischer Schutzausrüstung oder jetzt bei den Lockerungen, die abgestimmt werden. Über Städtepartnerschaften wird kommunale Hilfe organisiert, und viele Menschen haben individuelle Initiativen gestartet. Ich danke auch, so wie schon einige VorrednerInnen, ganz ausdrücklich den Verantwortlichen in Hessen, dass wir Infizierte aus Regionen aufgenommen haben, in denen die Intensivbetten in den Krankenhäusern schon überfüllt waren. Das war ein Gebot der Menschlichkeit. Und an dieser Stelle würde ich gerne die Herren von der AfD mal fragen, was würden Sie sich eigentlich denken und wie würden Sie sich eigentlich fühlen, wenn es Ihre Eltern oder Geschwister wären, die nicht von anderen aufgenommen werden, weil nach Ihrer Meinung ja die Eigenverantwortung jedes Landes das zentrale Prinzip in der EU sein muss. Das würde ich Sie wirklich gerne mal fragen. Ja, das hätten Sie ja gerne auch mal in Ihrem Antrag mal herausstellen können. Das habe ich in Ihrem Antrag nicht gefunden. Es war nur eine Frage. So ist es. In der EU sind wir aber nicht eine Wertegemeinschaft, nicht ausschließlich eine Wertegemeinschaft, sondern auch wirtschaftlich über den Binnenmarkt und den Kapitalmarkt eng miteinander verbunden. In den Bundesländern, bei uns in Hessen und vom Bundestag wurden gigantische Rettungsprogramme auf den Weg gebracht, weil wir es uns leisten können. Manche Länder haben aber nicht die Möglichkeit, riesige Rettungsprogramme aufzulegen. Mich beunruhigt die Situation besonders in Süd- und Osteuropa, in Italien, Spanien oder Frankreich, in Ländern, deren Wirtschaft auch sehr stark vom Tourismus abhängt, bei dem immer noch nicht klar ist, in welcher Form er dieses Jahr überhaupt stattfinden kann. Denn die Liquiditätsprobleme dieser Länder können mittelfristig zu Solvenzproblemen werden und aus denen im schlimmsten Fall wirtschaftliche Depressionen. Aber der Aufschwung in Deutschland wird sich keinesfalls voll entfalten können, wenn die Wirtschaft in anderen EU-Ländern am Boden liegt, wenn dort wieder massive Arbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit herrscht und die Kaufkraft unten bleibt, bedroht das auch die Wirtschaft in Deutschland. Ganz klar, es liegt also neben der Solidarität auch im wirtschaftlichen Interesse Deutschlands, dass die anderen Länder wieder auf die Beine kommen. Und wir müssen auch aufpassen, denn wirtschaftliche Depressionen können die Macht haben, Gesellschaften zu zerreißen und auch auf diesem Weg der EU einen großen Schaden zufügen. Und wenn die EU als handlungsunfähig wahrgenommen wird, ist das Wasser auf den Mühlen der Euroskeptiker, der Populisten und der Nationalisten. Allein in Italien ist die Zahl der Europaskeptiker schon um 20% nach oben geschossen. Und es ist jetzt auch eine Gefahr für die europäische Souveränität, wenn sich Mitgliedstaaten an China wenden, anstatt an die EU, und China bei uns auf Schnäppchentour gehen kann. Wir appellieren also an die Bundesregierung, mit ihren europäischen Partnern sicherzustellen, dass sich die EU durch die Pandemie nicht noch weiter spaltet. Für die unmittelbaren Folgen der Krise ist der erleichterte Zugang zu den ESM-Mitteln ein erster Schritt. Gleiches gilt für das neue Instrument SURE. In Ausnahmesituationen soll das helfen, EU-weit nationale Kurzarbeiterprogramme in Kraft zu setzen. Kurzarbeit ist dafür da, dass Firmen die wirtschaftliche Krise überstehen und am Ende der Krise die Arbeitslosenzahl niedrig geblieben ist. Denn wenn die Arbeitsplätze erst einmal weg sind, dann ist das ein Problem. Es kann nur in unserem Sinne sein, den schwächeren Mitgliedstaaten dabei zu helfen, dieses Programm anzuwenden. Denn auch hier gilt, dass wir in Deutschland in einer privilegierten Situation sind, und mit SURE wird ein soziales und wirtschaftliches Auseinanderklaffen abgemildert. Glücklicherweise hat auch die EZB mit ihrer Reaktion eine neue Finanzkrise erst einmal abgewendet. Die EZB ist aber nicht für die Frage der Solidarität zuständig. Da denken wir auch an das Urteil von gestern vom Bundesverfassungsgericht. Diese Rolle liegt eigentlich bei den Mitgliedstaaten der EU und den demokratisch legitimierten PolitikerInnen. Und deswegen sind die bisherigen Instrumente ein Anfang, aber es braucht noch mehr. Und da braucht man jetzt auch nicht unter dem Deckmantel der Krise zu fordern, was man immer schon gefordert hat, sondern zielgerichtet schauen, was hilft, die Lasten gemeinsam zu tragen. Wichtig sind dabei die Wirkung und der Umfang.
Und was helfen würde, das wäre aus unserer Sicht, gemeinsam frisches Geld für neue Aufgaben aufzunehmen und es später anteilig am jeweiligen BIP zurückzuzahlen. Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben die Kommission jetzt beauftragt, einen Vorschlag für den wirtschaftlichen Wiederaufbau innerhalb des EU-Haushalts auszuarbeiten. Und dieser Vorschlag soll genau heute, am 6. Mai, vorgelegt werden. Aus unserer Sicht muss dieses überarbeitete EU-Budget dann genügend zusätzliche Mittel enthalten, die besonders betroffene Länder stützen, gerade ohne deren Verschuldung zu erhöhen. Und anders als die Antragsteller denken wir schon, dass als rechtliche Grundlage Artikel 122 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU herangezogen werden kann. Der erlaubt nämlich einem Mitgliedstaat bei Naturkatastrophen und außergewöhnlichen Ereignissen finanziellen Beistand zu leisten. Ihrer Behauptung, dass hier geltendes Recht umgangen wird, dem will ich ganz deutlich widersprechen. Und gerade mit Blick auf die hohen Summen, die momentan und auch jetzt in der nächsten Zeit ausgegeben werden, ist klar, dass das so in nächster Zeit nicht noch einmal möglich sein wird. Also müssen sich alle Maßnahmen jetzt bereits am bereits beschlossenen European Green Deal und an den Pariser Klimaschutzzielen orientieren, damit die EU das Ziel der Klimaneutralität erreichen kann, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn genauso wie die Corona-Krise wird sich auch die Klimakrise nur mit europäischen Antworten bewältigen lassen. Und anders als bei Corona gibt es gegen die Klimakrise keinen Impfstoff. Bei der Antwort auf Corona hat sich jetzt schon gezeigt, dass es mehr und nicht weniger europäischer Solidarität bedarf. Und das sollten wir uns für die Zukunft sehr gut merken. Und vielleicht ein Satz, der bisher noch nicht so viel hier in der Debatte aufgekommen ist. Zur Solidarität in Europa gehört auch, die Menschen an Europas Außengrenzen nicht zu vergessen. Bisher sind zu wenige Länder bereit, Menschen aus Lagern aufzunehmen, in denen sich die Situation wegen Corona dramatisch zugespitzt hat. Europäische Solidarität ist auch ganz besonders in dieser Frage wichtig. Also zusammenfassend zum Schluss. Ein Binnenmarkt, eine Kapitalunion funktionieren nicht mit nur einigen wenigen hochproduktiven Volkswirtschaften auf der einen Seite und denen, die buchstäblich wirtschaftlich am Boden liegen, auf der anderen. Das hat doch die Bundeskanzlerin gemeint. Gerade ein Exportland wie Deutschland muss erkennen, wie zentral Europa für unseren Wohlstand ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Heidkamp. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen! Ist Ihnen bewusst, was das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von gestern bedeutet? Mit großer Mehrheit wurden alle Bedenken aus den Jahren 2015 unseres Gründers Dr. Lucke bestätigt. Es war eine bemerkenswerte Klatsche für die deutsche Regierung, den Bundestag, den Bundesrat, den EuGH und die EZB. Mir ist nicht bekannt, dass das Bundesverfassungsgericht von der AfD unterwandert sein sollte. Wir wollen ein starkes Europa, aber auch ein starkes Deutschland. Halten wir uns an die Verträge. Darin kommt Schur nicht vor. Danke schön. Vielen Dank, Kollege Heidkamp. Für die Landesregierung spricht die Frau Staatsministerin Lucia Buttrich. Lass der Zeit. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich danke für die vorherige Desinfektion des Rednerpultes und möchte mich den europäischen Themen zuwenden und damit beginnen, dass wir normalerweise in dieser Woche uns ja verstärkt über Europa unterhalten hätten. Es hat jetzt keiner daran erinnert, dass die Europawoche, in der wir unterwegs gewesen wären, geworben hätten, diskutiert hätten und insbesondere auch darüber diskutiert hätten, wie man Europa weiterentwickelt, die Europäische Union weiterentwickelt. Das ist im Moment durch die Corona-Krise,
ich möchte sagen, überschattet, weil die dringenderen Themen oder die drängenderen Themen im Moment in dem Vordergrund sind. Eigentlich wäre es so gewesen, dass in dieser Woche in Kroatien, in Dubrovnik, die Zukunftskonferenz begonnen hätte. Ein Prozess, der meines Erachtens auch dringend notwendig ist und den man ja auch diskutieren kann, wie man die Europäische Union sieht, was man zukünftig gemeinsam tun soll oder kann oder auch nicht und wie man die Europäische Union weiterentwickeln kann. Das ist ein Prozess, der auf alle Fälle erfolgen muss, der meines Erachtens auch eine wichtige Aufgabe sein wird dann in der deutschen Ratspräsidentschaft, weil dieser Prozess ja nicht einfach verschoben oder aufgegeben werden darf, sondern er muss nur zeitlich verschoben und dann auch begonnen werden. Das ist im Allgemeinen Europäische Union. Jetzt sind wir aber in einer besonderen Situation. In einer besonderen Situation, ja, in der Krise. In einer Krise durch Corona. Nun lassen Sie mich eines vorweg sagen. Charakter zeigt sich in der Krise. Und der Antrag der AfD zeugt nicht von Charakter. Und das Zweite. Und das Zweite ist, Freundschaft zeigt sich in der Not. Und ich bin mehr als betroffen darüber, wenn hier diese Situation dazu genutzt wird vom Antragsteller, um ein Italien-Bashing und ein Spanien-Bashing zu betreiben. Das ist höchst unanständig. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Die Aufgabe der Europäischen Union ist, solidarisch zu sein. Solidarisch zu sein, das ist die Grundlage der Europäischen Union. Wir sind in einer Union, um gemeinsam stark zu sein. Und um das gleich vorweg, um gemeinsam stark zu sein. Und wenn die AfD hier behaupten will, dass das der Souveränität der Staaten widersprechen würde, dann ist das schlicht und einfach eine komplette Fehleinschätzung, eine bewusste Fehleinschätzung, und das ist das deutliche Zeichen des nationalistischen Hintergrundes der AfD. Und deshalb vorweg, ja, die Corona-Krise ist eine, die uns in einer besonderen Art und Weise fordert. Die uns fordert, indem wir zeigen müssen und zeigen wollen, dass wir Partner der besonders Betroffenen sind. Wir sind auch betroffen, aber und das sage ich auch, da gehört ein Stück Empathie dazu, zu zeigen und auch den Italienern und den Spaniern zu zeigen, dass wir uns nicht kaltherzig abwenden, sondern dass wir uns zuwenden. Und genau das muss im Moment stattfinden. Das Zeichen möchte ich aus dem Hessischen Landtag in unsere Partnerregion Emilia-Romagna senden und auch in die Aquitanien. Wenn wir uns anschauen, was im Moment ja mit der Corona-Krise passiert, dann ist immer die Frage, wie sieht es hinterher aus? Was lernen wir daraus? Was lernen wir daraus? Wie ist unsere Position? Und auch die Grundfrage, wo stehen wir Europäer denn? Wenn ich frage, wo stehen wir Europäer denn, dann kann man das in mehreren Bereichen sagen, auch wirtschaftlich, auch sozial, auch gesellschaftlich in vielen Bereichen. Was hält diese Europäische Union zusammen? Und wenn wir nicht nur Geld, es ist mehr. Es ist angesprochen von mehreren Rednern, Frieden und Freiheit. Das ist die Chance innerhalb der Welt oder in der Welt eine besondere Rolle zu spielen, Stärke zu zeigen und unsere Werte vor allen Dingen auch zu leben. Und das macht die Europäische Union in einem besonderen Maße aus. Und deshalb müssen wir gucken, dass unsere Partner auch beieinander bleiben und dass wir solidarisch zu unseren Partnern in der Not sind. Und gleichzeitig gehört dazu, dass wir sehen, was bedeutet es denn, wenn andere Wirtschaften im Moment ein Riesenproblem haben durch den Lockdown, und zwar nicht selbstverschuldet, sondern durch einen Virus, der gekommen ist, den man sich nicht gewünscht hat, mit dem man zurechtkommen muss, den man bekämpfen muss und der erfordert hatte, dass man Wirtschaften runterfährt. Und dann kann mir doch kein Mensch hier erzählen, dass wir einfach darüber hinweggucken können, was in Italien und in Spanien passiert und dass es egal sein kann, wie die Wirtschaften dort sich entwickeln, weil eins ist klar, Deutschland als Exportland braucht die europäischen Partner. Wir brauchen unsere Partner im Binnenmarkt und wir brauchen auch als Exportland in der Welt eine starke europäische Wirtschaft. Und das ist unser Auftrag, unser gemeinsamer Auftrag. Und deshalb so zu tun, als seien wir Deutschen alleine stark genug, das ist wieder die Ausgeburt von Nationalismus, den wir häufiger hier von dem Antragsteller schon gehört haben, aber nicht weiterhilft. Und deshalb, sehr geehrte Damen und Herren, ja, wir müssen überlegen, wie gehen wir mit der Situation um? Mit der Situation, wie helfen wir den Partnern, wie, auf welche Art und Weise tun wir und welche Instrumente sind dafür geeignet?
Es ist richtig, dass man auch in diesen Momenten durchaus mal unterschiedliche Bewertungen haben kann, welche Instrumente man einsetzt. Nur eines ist ganz sicher. Schuhe ist ein richtiges, ein absolut richtiges. Schuhe ist ein richtiges Element, weil es hier darum geht, dass diejenigen, die besonders betroffen sind, günstige Darlehen bekommen, um weiter wirtschaften zu können. Weil was bedeutet es denn, wenn Unternehmen Mitarbeiter kündigen? Mit allen sozialen Verwerfungen, die damit verbunden sind, mit den Wirkungen in die Gesellschaft hinein, gar keine Frage, aber es bedeutet doch auch die Wirkungen in die Wirtschaft hinein. Wenn wir als Exportland keine Partner mehr haben und wenn wir uns unsere Lieferketten angucken, die europäischen, die wir haben, dann wissen wir doch, dass wir auch ein eigenes Interesse daran haben, diese Wirtschaften zu stärken, dass dort Menschen nicht entlassen werden und dass es die Möglichkeiten gibt, mit günstigen Krediten Menschen dort in Lohn und Arbeit weiterhin zu halten. Und deshalb unterstützen wir Schuhe auf alle Fälle. Und die AfD will hier so tun, als seien das freie Mittel, die irgendwie immer so freigestreut werden. Nein, die Mittel sind zweckgebunden. Sie sind zweckgebunden. Und sie sind vorübergehender Natur. Und genau das ist das Element, das richtig ist, das notwendig ist und das vollkommen anders ist, als es hier im Moment gerade vom Antragsteller Glauben gemacht werden will. Es geht hier um Kredite, die begrenzt sind, die in nationaler Verantwortung ausgegeben werden, dort entschieden werden und dort entsprechend auch eingesetzt werden in den Staaten, in denen das auch in deren soziales System hineinpasst. Und deshalb, ja, Sie versuchen als Populisten so zu tun, als würde Ihr Geld mal locker gestreut ohne Kontrolle. Das ist absolut falsch. Ich glaube, dass es vollkommen richtig ist, dass Schuhe hier eingesetzt wird und dass wir ein eigenes Mittel haben, dies entsprechend zu tun. Und es gibt kaum ein rücksichtsvolleres Mittel als dieses Angebot der günstigen Kredite in diese Staaten hinein. Und deshalb will ich das noch einmal in einer besonderen Art und Weise betonen. Wenn Sie fürchten, dass die aktuellen Maßnahmen in ihrer Summe der Einstieg in eine Vergemeinschaftung von Schulden sind, dann brauchen Sie ja nur die Stellungnahmen der Bundesregierung anschauen. Dann müssen Sie ja nur schauen, wie die Position der deutschen Regierung ist. Und dann ist all das, was Sie hier als Vergemeinschaftung von Schulden auch wiederum behaupten wollen, von vornherein schon enttarnt. Und was mich besonders betroffen macht vom Antragsteller, ist hier, dass Sie noch nicht einmal Solidarität beteuern. Ich hätte ja noch erwartet, dass Sie wenigstens Solidarität beteuern, aber allein bei diesem Begriff zucken Sie ja schon zusammen. Ich finde das beschämend und kann hier auch nur dem Sprecher der FDP das Wort aufgreifen. Das ist ganz kleines Karo. Ganz kleines Karo. Und deshalb, sehr geehrte Damen und Herren, Partnerschaft zeigt sich in der Krise. Und es zeigt sich in der Krise, wie wir in der Welt zusammenstehen und welche Rolle die Europäische Union diesbezüglich entsprechend spielen will. Und deshalb muss man auch immer wiederum sagen, ja, in jeder Krise liegt eine Chance. Und wir haben jetzt eine Chance, auch als Europäische Union ein Stück stärker zu werden. Stärker zu werden und auch über die Europäische Union entsprechend zu diskutieren. Und deshalb, sehr geehrte Damen und Herren, wenn wir wollen, dass die, und das ist schon mehrmals angesprochen worden, wenn wir wollen, dass diese Europäische Union zusammenhält, dann sind mehrere Dinge notwendig. Das eine ist meines Erachtens Solidarität in der Notlage, keine Frage. Das andere ist auch die Souveränität der Staaten, die wir nicht aufgeben, die aber nicht bedeutet, dass man fremdbestimmt würde, was sie wieder glauben machen wollen, weil Instrumente wie z.B. Schuhe nicht von irgendwo gekommen sind, sondern gemeinsam entschieden wurden, gemeinsam verantwortet werden und entsprechend als Instrument zur Verfügung stehen. Das heißt, die Europäische Union ist ein Verbund von souveränen Staaten und von Staaten, die auch möglichst stark sein sollen. Und deshalb gehört zur Solidarität wiederum auch, natürlich auch, dass man nicht nur hilft und nicht zurückkommt, sondern dass mit der Solidarität immer die gegenseitige Verpflichtung verstanden ist, dass jeder seinen Teil dazu beiträgt, so stark zu sein, wie es irgendwie geht. Und deshalb ist es einfach eine Unterstellung, so zu tun, als würden Staaten, denen jetzt geholfen würde, einfach nur die Arme aufhalten, sich zurücklehnen und nicht selbst daran arbeiten, wieder selbst stärker zu werden. Und deshalb will ich unseren italienischen Partner, auch unserer Partnerregion, ganz besonders viel Erfolg dabei wünschen und auch Unterstützung dabei zusagen, dass wir ein Interesse daran haben, aus Freundschaft heraus, aber auch mit einem wirtschaftlichen Interesse heraus, aus einem gesellschaftlichen Interesse heraus, dass man möglichst bald wieder auf die Beine kommt. Und ich denke, dass einer der ersten Besuche und Reisen, die wieder möglich sein können, ein Besuch sein sollte in die Partnerregion hinein, damit sie sehen, dass wir an ihrer Seite stehen. Und deshalb, sehr geehrte Damen und Herren, der Antrag, der hier gestellt wurde,
dem ist logischerweise nicht zuzustimmen. Und wenn wir uns es gelingt, zukünftig entsprechende Antworten zu geben für die Herausforderungen in dieser Welt, auch für Krisen, die ja mal wieder kommen können, auch in Form einer Pandemie, und daraus zu lernen, dann wäre es in der Tat so, dass am Ende da auch eine entsprechende Chance liegen würde. Und der letzte Satz, ich glaube, was besonders wichtig ist, dass wir immer wieder zeigen, wir sind berechenbar, wir sind zuverlässig und wir stehen zu den Verträgen. Und die Lösungen, die angeboten wurden, das sind Lösungen, wie es eben auch angesprochen wurde, die sich auf dem Boden der Verträge befinden. Wir sind vertragstreu, und das ist auch wiederum für Partner in der Not besonders wichtig als unser Bekenntnis. Besten Dank. Vielen Dank. Frau Ministerin, wir sind am Ende der Debatte. Punkt 35 soll in den Europaausschuss, 51 auch. Was machen wir mit 50? Auch in den Ausschuss? Oder später abgestimmt? Oder? Auch in den Ausschuss? Alle einig? Also, dann tun wir die drei Punkte in den Ausschuss. Überweisen